Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gerade schon im Let's Play Video gesagt, habe ich jetzt halt, oder nehme ich jetzt halt just in diesem Moment, beziehungsweise kurz nachdem ich das Let's Play Video aufgenommen habe, gleich das andere mit dem Wolkenreich Video auf. Und ja, die liebe Mika wartet hier vorne schon auf uns. Und dann schauen wir mal, was die liebe Mika Stoneground von uns möchte. Hallo Mika, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass es noch eine andere Welt gibt als die, die du kennst? Neue Grenzen, gleich hinter dem Horizont. Es gibt sie wirklich. Mein Name ist Mika Stoneground, Abenteurerin, und ich bin auf dem Sprung meines auf den Spuren meines Onkels Nick nach Jorvik gekommen. Vielleicht hast du von ihm gehört? Also, mit dem Account noch nicht, aber wir wissen natürlich, wer Nick ist. Oder viele von uns wissen, wer Nick ist. Dieser kleine Kerl ist Pico, mein tapferer Begleiter. Okay, so richtig mutig ist er nicht. Er ist nur ein Frosch, aber er bringt die Tapferkeit in mir zum Vorschein. Na, süß. Auf dem Weg nach Weg nach Jorvik ist unser Ballon in einen Sturm geraten. Das Einzige, was ich tun konnte, um den Absturz zu verhindern, war, über die Sturmwolke zu steigen. Und dort habe ich etwas Unglaubliches gesehen. Eine ganze Welt in den Wolken, mit glitzernden Wasserfällen, herrlichen Wäldern und sogar einem Schloss. Doch bevor ich das weiter untersuchen konnte, hat ein heftiger Wind meinen Ballon zurück zur Erde geweht. Es war fast so, als ob jemand uns nicht dort haben wollte. Seitdem bin ich auf der Suche nach diesem geheimnisvollen Wolkenreich. Pico und ich haben ein Basislager in der Luft errichtet. Steige einfach in meinen Ballon und wir treffen uns dort über den Wolken. Du kannst sogar dein Pferd mitnehmen. Okay, Abenteuer über den Wolken. Steige in den Ballon, um zum Zenti-Basislager in den Wolken zu reisen. Natürlich. Möchtest du wirklich zum Zenti-Basislager reisen? Ja. Oh, was süß. Okay. So, dann schauen wir mal. So, Mika. Willkommen im Zenti-Basislager. Schön, dass du da bist. Und du hast dein Pferd mitgebracht. Das ist gut. Es gibt geheimnisvolle Kräfte, die hier in den Wolken agieren. Und der beste Platz, sie zu erleben, ist auf dem Pferderücken. Und wir können aus unseren Expeditionen sogar ein Rennen machen. Okay, viel Spaß in den Wolken, tapfere Forscherin. Und pass auf, wo du hinreitest. Es geht ganz weit nach unten. Dankeschön. Aber ich dachte eigentlich, dass wir jetzt noch eine Aufgabe kriegen, um die ganzen Gegenstände hier zu sammeln. Aber das ist überhaupt kein Problem. Dann sammeln wir sie jetzt einfach. Und die Bücher geben uns ja nur ein bisschen Information. Wenn ihr wollt, dass ich sie vorlese, könnt ihr es mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja, bevor wir uns hier weiter umschauen, suchen wir erstmal kurz nach den Gegenständen. Auch wenn... Nee, noch nicht hier vorne, aber auf alle Fälle hier oben eins ist. Und ja. So. Bam, badam. So, hier ist die Truhe und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr wirklich hier, nicht die Truhe, die Karte, dass ihr wirklich genau bei der Karte runterfällt, sonst klappt es nämlich nicht, sonst rutscht ihr runter. Ja, Item gefunden. So, dann könnt ihr hoffentlich hier runter und sterbt nicht, so wie ich. Und dann schauen wir mal weiter. So. Ganz langsam, weil hier ist schon das nächste, und zwar das Teleskop. So. Item gefunden. Du hast eins von Mikas verschwundenen Items gefunden. Oh Gott. Tiny Bubble, bitte pass auf dich auf. Ich möchte nicht, dass du da runterfällst. Tiny Bubble. Oh, Hilfe. Dann gehen wir erstmal hier hoch, ganz kurz. Weil hier oben sind zwei Stück. Ich habe gerade kurz überlegen müssen, ob es zwei oder eins ist, aber es sind zwei Stück. Oh, es sind sogar drei Stück.
Dann habt ihr hier einmal, was habt ihr? Ein Fernrohr, oder Fernglas eher gesagt. So, dann reiten wir mal hier hoch. Und weiter geht's nach oben. Also was ich auch cool fänden würde, wenn wir mal dieses Wolkenschloss sehen würden. Das wäre richtig cool. So, dann habt ihr einmal hier hinten die Bücher. Genau. Ich habe gerade nur einen Schluck trinken müssen, Leute, sorry. Und dann nochmal ganz oben, sage ich mal, habt ihr eine Schaufel. Ich glaube, sie da oben sucht Hufeisen oder sammelt die Hufeisen ein oder auch nicht. Aber hier oben auf alle Fälle habt ihr eine Schaufel, die uns schön im Gesicht hängt. So, dann könnt ihr einfach, es fehlt, jetzt ist nur die Frage, wie viele noch fehlen, aber das weiß ich gerade selber nicht. Aber ihr könnt erstmal einfach hier rüber, schauen wir gleich mal, wie viele noch fehlen. Und dann müsst ihr bitte einmal über diese schöne Brücke hier, hier unten ist noch was, genau. Noch nicht über die Brücke reiten, sondern erstmal hier kurz unter die Brücke reiten, dass ihr auf alle Fälle den Kompass hier bekommt. Meine Nase juckt. Und dann müsst ihr hier hoch zu dem Regenbogen, aber da gehe ich natürlich mit euch zusammen hin. Dann müsst ihr erstmal über diese Brücke hier, über diese kleine Regenbogenbrücke drüber reiten und dann mal hier durch und hui! Und dann seht ihr schon hier, haben wir das nächste Item. Und wie geil sieht es bitte schon aus? Das ist eine Lampe. Aber das, glaube ich, erkennt ihr auch selber. Das brauche ich euch nicht zu sagen. Und dann müsste auf alle Fälle mindestens noch eins fehlen. Nein, haben wir sogar schon alle. Perfekt. Haben wir alle gleich in einem Schwung gekriegt. Und dann gehen wir jetzt mal auf schönem Wege zurück. Wir nehmen erstmal schön die Rutsche hier. Oh, zack. Aber zumindest müssen wir jetzt nicht allzu lange durch das Wasser reiten. Ich hatte gerade schon ganz kurz Angst, dass ich aus der, also von hier runterfalle, aus der Wolkenlandschaft. Und weil ich keine Lust habe, jetzt da runter zu reiten, machen wir es ein bisschen fancy und gehen hier oben durch. Da bekommt ihr, oder bekommt euer Pferd gleich was Wunderschönes, auch wenn es, ich finde, bei Umbra besser ausschaut. Aber ja, trotzdem sehr, sehr schön. So. Yeah! Whee. Und dann geht's gleich vor zu Mika. Und ja. So. Ja, nicht, dass ich in die Wolke aus Versehen reinreite. Auch weil ich glaube, dass ich das nichts ausmachen würde. So, hallo Mika. Du hast es offenbar. Du hast offenbar alle verschwundenen Items gefunden. Ich werde in Zukunft gut darauf aufpassen. Es war nicht das erste Mal, dass wichtige Ausrüstungen der Mine auf mysteriöse Weise aus dem Basislager verschwunden ist. Und die Winde an diesem Ort wehen stärker als anderswo. Als hätten sie einen eigenen Willen. Aber gerade das macht es so aufregend, nicht wahr? Ich möchte unbedingt herausfinden, was hinter dem nächsten Regenbogen wartet. Okay, Mikas verschwundene Items. Spreche mit Mika. Unser Pferd kriegt auch noch XP. So, ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken, Pia. Ich bin so froh, dass du diese Welt der Wolken zusammen mit Pico und mir erforschst. Du hast keine eigene Forscherausrüstung, oder? Dann nimm doch dieses Set für deine Satteltasche. Man weiß schließlich nie, wann man sie braucht. Da hast du recht, Mika. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video jetzt auch gefallen. Ich hoffe, es konnte euch auch ein bisschen helfen, falls ihr vielleicht noch nicht alle Gegenstände hattet. Und ja, ihr könnt mir mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mir mit diesem Account, ich weiß zwar noch nicht, ob ich mit dem Level hinkomme, aber ich glaube schon, ob ich mir mit diesem Account zumindest ein Set von hier unten
kaufen soll und also von dem Regenbogen-Set kaufen soll, das älteste vielleicht oder sowas. Ja, und ich glaube, ich habe was entdeckt, und zwar, dass da hinten, dass dieses Wolkenreich oder Schloss ist, eher gesagt. Aber ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf alle Fälle das Rennen oder die zwei Rennen, dieses Hufeisen suchen und das andere Rennen, das Regenbogenrennen, habe ich ja schon mal im Livestream gemacht, auch wenn es zweimal war oder einmal war, aber halt nicht täglich war. Aber das ist ja eigentlich egal. Das werde ich euch jetzt hier nicht nochmal zeigen. Und ja, dann hoffe ich trotzdem, euch hat das Video, danke fürs Durchreiten, euch hat das Video gefallen, und wir sehen uns dann am Mittwoch zu einem neuen Livestream zum Silverglade Update. Und also einerseits zum Livestream zum Silverglade Update und eben auch zum Mittwochs Update Video, falls ihr keine Zeit habt für zum Livestream zu kommen, dann bin ich euch ja auch nicht böse. Aber dann sehen wir uns am Dienstag. Bye!